Hallo, ich bin Mario Mano und rede heute über Concourse CI, also kleine Projektvorstellung. Ich selber entwickle nicht mit an Concourse CI, aber ich benutze die Software quasi täglich und dachte, es macht Sinn, die auch mal in einem deutschen Vortrag vorzustellen. Ich selber entwickle Open Source Software, zum Beispiel also in meiner Freizeit die Conference Management Software, die auch die Frostcon benutzt. Beruflich arbeite ich bei SUSE Linux und arbeite da an Cloud Foundry und aus dem Umfeld kommt eben auch Concourse CI. Also neu habe ich diesen Laserpointer hier, um die Folien umzuschalten. Der funktioniert aber nur, wenn ich den in der linken Hand halte. Wofür brauchen wir Continuous Integration? Also Continuous Integration würde ich als Verfahren einordnen, um Software zu entwickeln. Also es ist kleiner als ein Prozess, es ist eine Methode, die wir benutzen können, um sicherzustellen, dass der Code, der entwickelt wird, sich auch tatsächlich zurückbringen lässt in den Hauptzweig der Software. Sonst hat man oft das Problem, dass einzelne Entwickler einen Monat oder zwei Monate an irgendeinem Feature arbeiten, wenn die fertig sind und das integriert werden soll, ist der Hauptzweig der Software so weit fortgeschritten, dass eine Integration nicht mehr möglich ist. Continuous Integration nimmt hier quasi jede Änderung, die gemacht wurde und versucht, einen Zustand zu erreichen, wo man eigentlich mindestens täglich die erstellte Software teilt. Und in dem Moment, wenn man sozusagen den Check-in macht, in die Versionskontrolle, sollen auch die Tests laufen. Und diese Tests stellen sicher, dass die Software funktioniert und dass bestehende Teile der Software nicht kaputt gegangen sind durch den Check-in. Also das macht CI und dafür braucht man CI-Server. Diese Tests bedeuten, dass CI eigentlich auch immer in einem oder häufig in einem Umfeld eingesetzt wird, in dem testgetrieben, also TDD entwickelt wird und helfen dabei, diese enge Feedback-Schleife zu erzeugen. Den Ursprung hat das alles im Extreme Programming, einem Verfahren aus den 90ern. Ich glaube, das Buch zu TDD wurde 99 geschrieben von Kent Beck. Kent Beck kennt man von JUnit, von dem JUnit Testing Framework und das hat er zum Beispiel gemeinsam entwickelt mit Erich Gamer von Design Patterns. Das Buch kennen bestimmt viele. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. XP ist ein agiles Verfahren der Softwareentwicklung, also ganz ähnlich wie Scrum hat XP auch Werte, die es verfolgt. Und einer der ganz zentralen Werte von Extreme Programming ist der Wissensaustausch. Der wird häufig erreicht, indem man zum Beispiel Pair-Programming macht, also nur im Paar entwickelt und auch immer die Partner in dem Paar tauscht, sowie auch die Stories tauscht, an denen entwickelt wird. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. CI-Server helfen dabei. Wir benutzen die im Rahmen von Cloud Foundry. Cloud Foundry ist Open-Source-Software, muss man erstmal sagen, und dient dazu, Application-Container in der Cloud aufzumachen. Also wer Heroku kennt, das ist so ein bisschen sowas wie Heroku. Nur, dass Cloud Foundry eben auch self-hosted sein kann. Man kann das auf OpenStack zum Beispiel selber installieren. Die Orchestrierung in dieser Cloud, das Deployment von Cloud Foundry wird mit Bosch gemacht, das ist die Komponente, an der wir arbeiten. Bosch installiert sozusagen das gesamte Cloud Foundry, das sind minimal, glaube ich, 17 Maschinen. Und in dem Umfang ist natürlich klar, wenn man jetzt irgendwas an Bosch ändert, will man sozusagen testen, ob diese Deployments noch gehen, man will Unit-Tests ausführen, man will Integration-Tests ausführen, man will Cloud-Infrastruktur mit Terraform starten, man will die wieder runterziehen von Testsystemen. Also es sind keine einfachen Test-Pipelines, sondern es ist nicht einfach ein einzelner Testaufruf, es sind komplizierte Pipelines, die hier laufen. Um an Cloud Foundry mitzuarbeiten, muss man erstmal, das ist keine klassische Open Source Software, man muss Community License Agreements unterschreiben zum Beispiel. Ich war außerdem bei einem Dojo, wo ich 6 Wochen sozusagen trainiert habe mit den Leuten, die schon an Cloud Foundry arbeiten. Und daher auch der Kontakt mit Concourse, weil Concourse aus derselben Firma kommt wie Cloud Foundry. CI-Server kennen wir Jenkins, viele benutzen Jenkins. Ich selber muss gestehen, meine Jenkins-Erfahrungen liegen ein paar Jahre zurück und ich
kann jetzt mehrere Sachen über Jenkins sagen, aber Jenkins-User werden wahrscheinlich bei allem sagen, das ist falsch. Jenkins kann das heute sehr viel besser. Das mag so sein. Also der historische Jenkins benutzt im Wesentlichen Plugins, um Tests auszuführen. Früher funktionierte das für Java auch sehr gut mit dem Java-Plugin. Sobald man aber zum Beispiel in Ruby oder sowas gearbeitet hat, war man weitgehend auf Skripte angewiesen. Und diese Skripte führen dazu, also das wurde damals alles in die Web-Oberfläche gepastet, händisch, damit die Tests laufen. Und man hatte sehr viel State, man hatte sehr viel einfach, was man so händisch einträgt. Und auf den Workern, die dann die Tests tatsächlich ausführen, hat man auch sehr viel State. Also da geht man hin, da installiert man Datenbanken. Oft macht man SSH auf diese Worker, um da irgendwas einzurichten. Es ist schwer, diese Worker zu backuppen. Und ich, soweit ich weiß, ist das alles ein bisschen besser geworden. Und insofern ist das also kein ganz fairer Vergleich. Aber früher waren diese Worker Schneeflocken, kleine Schneeflocken. Wenn man die verloren hat, braucht man üblicherweise ein paar Tage, um sie wiederherzustellen. Man konnte sie schon gar nicht einfach umziehen, zum Beispiel auf seinen Laptop. Eine weitere Schwachstelle von Jenkins ist das Fehlen von Pipelines. Jenkins hat sehr wohl Plugins, die zum Beispiel Bildreihenfolgen festlegen, also wo man dann sagen kann, wenn meine Unit-Tests durchgelaufen sind, möchte ich meine Integration-Tests starten, aber nur, wenn die Unit-Tests erfolgreich waren, weil Unit-Tests dauern 2 Minuten, Integration-Tests leider 2 Stunden. Will man also selten ausführen. Pipelines sind nie so richtig Bürger erste Klasse geworden, glaube ich, bei Jenkins. Ja, sind sie? Seit einem Jahr, okay. Okay, seit einem Jahr gibt es gute Pipelines in Jenkins, höre ich aus dem Publikum. Und ich habe auch gehört, Jenkins kann mittlerweile deskriptive Configs, also ich kann meine Config irgendwo in ein Git-Repository stecken und kann die später in die Oberfläche zurückladen. Also ich habe versionierte Konfiguration. Bisher, wenn man das nicht selber baut, würde ich behaupten, dass bei Jenkins die Jobs weiterhin auf VMs laufen oder auf Workern, Bare Metal, was man so rumstehen hat, aber nicht in Containern. Wahrscheinlich gibt es ein Plugin. Dann gibt es Travis und GitLab. Das ist so ein bisschen ein modernerer Ansatz. Die Tests laufen in Containern. Ich kann also mit Sicherheit sagen, es ist immer wieder ein frischer Ausgangszustand, der hier hergestellt wird. Es gibt Manifeste, die beschreiben, wie Sachen installiert werden. Also die Konfiguration ist größer als das tatsächliche Deployment. Die hat Vorrang. Und es gibt einem so ein bisschen Sicherheit bei der Ausführung. Allerdings, zumindest für Travis würde ich sagen, kann man nur einfache Tests beschreiben. Komplizierte Testabläufe sind schwierig. Wie man die voneinander abhängig macht, ist unklar. GitLab CI gefällt mir sehr gut. Hat auch den Vorteil, dass man es selber hosten kann und es nicht irgendwo in der Cloud ist oder gar teuer, wenn man keine Open-Source-Software schreibt. Auch hier, also Bild-Artefakte aus einem Test in einen anderen bringen, ist irgendwie schwierig. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass Travis und GitLab CI diese Services haben, also dass man im Manifest sagen kann, dieser Test braucht einen PostgreSQL-Server und dann wird er für mich bereitgestellt von der Testumgebung. Finde ich sehr gut. Concourse, zeige ich hier einfach mal das Dashboard von Concourse. Hier links sind alle Projekte aufgelistet, die haben so Start-Stop-Buttons dazu, damit kann man sie anhalten. Hier oben ist eine Gruppierung, das ist erstmal nicht so wichtig. Und hier in der Mitte sehen wir diese ganzen Boxen. Das sind Jobs, die laufen. Also dieser gelbe Rahmen bedeutet, die laufen gerade. Und die kleinen hier, das sind Ressourcen, die in diese Jobs Eingang finden. Das nur so als Übersicht, später mehr dazu. Und dann ein großartiges Feature von Concourse, das man direkt am Anfang eigentlich nennen muss, ist die Ausgabe von farbigen Logdateien. Also man muss sich nicht länger aus der CI die Logfiles herunterladen, um die dann irgendwie in Less irgendwie mit -R oder sowas in Farbe sehen zu dürfen, sondern direkt in der Web-Oberfläche ist zum Beispiel farbige Ausgabe möglich. Und Concourse ist komplett deskriptiv, also alles kommt irgendwo aus GitHub-Repositories und diese Manifeste, hier zum Beispiel so ein kleines Beispielmanifest, beschreiben eigentlich alles, was notwendig ist. Das ist ein YAML-Manifest, mit YAML hat man sehr viel zu tun bei Concourse. Alle externen Abhängigkeiten sind hier als Ressourcen aufgelistet
Und normalerweise hat man also irgendwo in seinem GitHub-Repository einen Unterordner CI und da wird auch das Manifest abgelegt. Die Credentials sind dann in einer externen Datei, die kann man irgendwo sicher vorhalten und werden sozusagen als Variablen hier in das Manifest reingeladen. Setup dieser Manifeste macht man nur über das Command-Line-Interface. Können wir die Helligkeit des Beamers regeln? Na gut, okay, also ist auch egal, ist so ein Command-Line-Interface. Hier sehen wir zum Beispiel die Builds, die gerade laufen. Die roten Builds hier, die sind fehlgeschlagen. Und darüber setzt man sozusagen die Manifeste. Also man kann sich einfach ein Shell-Skript schreiben und wenn man auf einen neuen Concourse-Server umzieht, führt man das Shell-Skript aus, alle Pipelines werden wieder hergestellt, Zustand ist erreicht. Concourse hat kein State. Man kann die CLI auch benutzen, um zuzuschauen, wie ein Test gerade läuft. Also man kriegt den Build-Output auf die Konsole, man muss nicht die Web-Oberfläche benutzen. Und eins der interessantesten Features ist, dass man sich an laufende Container anhängen kann und dann sozusagen auch eingreifen kann, nochmal vielleicht ein paar Zeilen Code modifizieren, den Test im Container nochmal starten. Ich habe viel über Pipelines geredet. Das hier wäre jetzt mal so eine Pipeline. Diese Pipeline hier benutzen wir, um OpenStack-Installationen zu validieren, ob sie für den Einsatz mit Cloud Foundry geeignet sind. Also da müssen so der Blob Storage muss aufgesetzt sein und so. Es gibt da so Bedingungen. Und hier oben geht sozusagen der Source Code ein. Wenn der sich ändert, fängt diese Box hier an, irgendwie den Test, den Unit-Test auszuführen. Hier ist ein Zeitträger als externe Ressource. Und wenn das hier erfolgreich ist, dann geht das also in ein Task, der Validate heißt und dann tatsächlich den Validator auf einen OpenStack, das hier für den Test benutzt wird, ausführt. Hier unten, dieser Cleanup-Job ist halt notwendig, um das OpenStack wieder aufzuräumen fürs nächste Mal. Und falls das alles geklappt hat, gibt es einen Release-Job, der dann also tatsächlich hier die Versionsnummer erhöht. Versionsnummern sind auch externe Ressourcen und ich vermute, das ist eine Webseite. Interessant sind hier die gepunkteten Linien. Das heißt, dieser Job hier hat keine direkte Abhängigkeit, der wird nicht getriggert, den muss man manuell auslösen. Also nicht jedes Mal, wenn die Validierung gelingt und eine neue Version da ist, wollen wir natürlich einen Release erstellen, sondern so eine manuelle Komponente kann man hier reingehen, Plus drücken und dann wird ein Release erstellt. Die Jobansicht, das ist also jetzt ein einzelner Task, also eine einzelne Box, die wir vorhin gesehen haben, hat hier oben alle Builds gelistet, also hier sind wir schon bei Build 5600, rote Builds sind fehlgeschlagen, grüne Builds erfolgreich und ich glaube, die orangenen hier sind abgebrochen. Und hier kann man jetzt halt aufklappen, die Ressource Concourse zum Beispiel, hier sieht man die Git-Commit-Message, die hier eingegangen ist, ist eine durchgezogene, solide Linie. Das heißt, die hat den Build getriggert, die hat sich zuletzt geändert. Und hier sieht man halt die ganzen anderen Tasks, die ganzen anderen Schritte des Buildplans. Und die könnte man jetzt auch aufklappen und würde sozusagen den Konsolen-Output sehen, den die generiert haben. Und die Kernkonzepte von Concourse sind Jobs, Tasks und Ressourcen. Ja, die Tasks werden komplett in Containern ausgeführt. Das heißt, die sind lediglich Skripte. Die werden aus einer Git-Ressource geladen, üblicherweise, und haben Inputs und Outputs, das, wie hier gerade in der Pipeline. Also dieser Validate hier zum Beispiel hat hier die beiden als Input. Und diese Ressourcen werden einfach wie Verzeichnisse gemountet und dann sind die für die Skripte als Verzeichnisse sichtbar und man kann da Dateien einfach rauslesen und reinschreiben. Also Ressourcen sind eigentlich, wenn sie ausgeführt wurden, für den Task nur noch Verzeichnisse. Ja, diese Task-Container, die hier aufgemacht werden, verschwinden nicht einfach, sondern man kann sich also eine gewisse Zeit lang auch noch wie mit Docker-Attach oder sowas an den Container dranhängen für eine Nachbereitung, um Debug-Informationen rauszuholen oder sowas. Ressourcen selber sind auch wieder nur Container und Concourse kennt zahlreiche Ressourcen, die sind alle gleich, also es ist keine Plugin-Architektur, sondern es sind immer drei Skripte, ein In-Skript, ein Out-Skript und ein Check-Skript.
Also Check sagt, es ist eine neue Version da. Bei GitHub zum Beispiel, es hat sich irgendwas geändert an dem Commit-Char, der ist sozusagen neu. Das Inscript downloadet die Ressource in ein Verzeichnis und das Outscript würde bei GitHub zum Beispiel einen Commit machen. Und das alles ist JSON, also wie auch immer man diese Skripte schreibt, ob in der Bash oder in Go oder sowas. Wichtig ist nur, dass JSON kommt rein, JSON kommt raus. Wir haben zum Beispiel bei SUSE braucht man eine Ressource, um den Open Build Service zu überwachen. Wir haben, da werden die RPMs gebaut und man will sozusagen, wenn es jetzt ein neues RPM gibt von irgendeiner Software, möchte man zum Beispiel Tests fahren. Das Check-Skript guckt dann, ob in Open Build Service irgendwie ein neuer Commit auftaucht und wenn ja, wird das RPM geholt und getestet. Also alle Ressourcen sind extern, nichts davon ist auf dem Concourse-Server, das wird immer gedownloadet, wenn die Pipeline läuft. Es war nicht schwer, diese individuelle Ressource zu bauen. So viel dazu. Bei Concourse kein lokaler State. Ja, alles ist extern und wir benutzen hier deskriptive Manifeste. Das ist alles reproduzierbar, wenn man das mitnehmen will auf den Laptop oder sowas. Das kann man einfach machen, solange sichergestellt ist, dass man natürlich die Zugriffsrechte auf die Ressourcen hat. Also toll, viele Container. Und wie installieren wir das jetzt? Es gibt verschiedene Wege zu installieren. Falls man irgendwo eine Cloud hat, auf seinem eigenen OpenStack oder Google Cloud Plattform oder sowas und man hat schon einen Bosch Director, passiert jetzt wahrscheinlich nicht so vielen, dann kann man es einfach als Bosch Release deployen. Das ist aufgrund der Historie der Software auch sozusagen der native Weg, um Concourse zu bekommen. Bosch ist sehr viel leichter geworden im letzten Jahr, würde ich sagen. Also sind nur noch 2-3 Befehle, bis man so einen Bosch Director hat, bis man den für seine Cloud aufgesetzt hat mit den Security-Regeln und so, ist es ein bisschen involvierter. Aber auch da gibt es viele Vereinfachungen. Ganz neu ist Concourse Lite, zum Beispiel wenn man auf seinem Laptop einen Concourse haben will in VirtualBox. Standalone ist genauso möglich, sind nur ein paar Dienste und ich glaube, es gibt auch irgendwas mit Docker. Ich weiß nur nicht, ob das aktualisiert wird, ob das von der Community ist oder offiziell. Hier das ist der Concourse Lite Weg. Wenn man diese Bosch Command Line Interface Software hat, kann man sozusagen einfach das Manifest downloaden von Concourse, create-env aufrufen und dann downloadet ihr den Release, startet eine VM und man hat einen Concourse in VirtualBox laufen, kann sich einfach einloggen auf der Konsole und unter der URL ist dann das Webinterface. Bessere Installationsanleitungen gibt es auf der richtigen Webseite. Standalone, falls man selber aufsetzen möchte, ist auch unterstützt und auch dokumentiert. Im Wesentlichen braucht man PostgreSQL, Redis und Docker. Das ist also auch keine schwierigen Abhängigkeiten. Da werden mehrere Dienste gestartet. Und hier zeigt sich auch schon, dass Concourse aus so einer Welt kommt, wo diese ganzen Begriffe vom Flughafen kommen. Also da gibt es den Web- und UI-Scheduler, der heißt natürlich Air Traffic Control. Dann gibt es die Worker-Verwaltung, also die Jobs an Worker zuweist. Es gibt ja Concourse-Installationen, die haben irgendwie ein Dutzend Worker. Es gibt Concourse-Installationen in VirtualBox, die haben natürlich nur einen Worker. Also TSA, Transportation Security. Ja, und dann gibt es halt die tatsächlichen Worker. Verbunden sind diese Daemons über SSH. Also das heißt, man kann sie auch verteilen. Man kann zum Beispiel in jeder Cloud einen Worker haben oder wenn man mehrere Standorte hat, kriegt jeder Standort seine Worker. Man kann dann sozusagen die Tests taggen, sodass die nur auf bestimmten Workern laufen. Ich habe viel über Manifeste geredet. Ich würde jetzt nochmal im Detail auf Manifeste eingehen wollen. Ich habe dafür so ein Schema angelegt, das hier. Und hier haben wir halt wieder diese Pipeline. Pipelines haben Ressourcen. Ich kann natürlich eine Ressource wiederverwenden in verschiedenen Pipelines. Also streng genommen können wir auch hier sagen N2M. Und in einer Pipeline sind mehrere Jobs. Das sind diese Kästen, die wir vorhin gesehen haben in der Pipeline-Darstellung. Und jeder Job hat einen Buildplan. Dieser Buildplan besteht im Wesentlichen aus Schritten, die Get, Put oder Task sind. Also entweder Ressourcen holen, Ressourcen irgendwo hinschreiben oder einen Task ausführen. Und hier, also Ressourcen, gibt es zum Beispiel S3, Git, Rsync, Time Resource, haben wir alles schon gesehen.
Jobs werden getriggert, wenn Ressourcen sich ändern und die Schritte im Bildplan werden erstmal sequenziell ausgeführt. Also da kann man sich darauf verlassen, dass wenigstens die der Reihe nach laufen. Task läuft nicht wirklich in Docker, in Wirklichkeit wird Runcee verwendet, was so eine Art Embedded Docker ist, aber am Ende sind es Linux-Container. Und hier wäre noch so ein kleineres Beispiel, um diese Time-Ressource zu zeigen. Die hat jetzt hier den Namen 1M und als Intervall eine Minute. Also jede Minute gibt es eine neue Version von dieser Ressource. Und ja, ich hoffe, ich kann da jetzt scrollen. So. Nee, kann ich nicht. Und der erste Job hat hier, also der holt diese Ressource und hat dies annotiert mit Trigger True. Also wenn die sich geändert hat, wenn die sich geändert hat, dann wird der Task ausgelöst. Und dieser Beispiel-Task hier holt ein Docker-Image von Docker Hub zum Beispiel. Curl wird jetzt hier nicht gebraucht, aber das ist einfach ein sehr kleines Docker-Image und würde hier einfach den Befehl ls ausführen mit einem Argument. Also eine ziemlich sinnlose Pipeline, die einfach nur ls ausführt jede Minute. Aber mehr gehört eigentlich nicht in ein Manifest. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn man größere Pipelines hat, wird es schlimmer. Zum Beispiel diese Benchmark-Pipeline hier, die auch hier also irgendwas von Git holt, und aber auch nicht automatisch losläuft, hier wieder keine durchgezogenen Linien, hier die Benchmark ausführt und das dann irgendwie wegspeichert in irgendeinen Store. Das Docker-Image hier, das zum Benchmarken verwendet wird, wird durch diesen Job hier gebaut, also so, dass auch das Docker-File, um das Docker-Image zu erstellen, natürlich irgendwo in den Assets zu dieser Pipeline gespeichert werden muss. Und das wird dann hier unter, weiß ich nicht, Phoronix oder sowas auf Docker Hub abgelegt. Das Manifest dazu sieht so aus, dass erstmal hier ein Ressource-Typ neu definiert wird. Also die Ressourcen, die nicht Teil von Cloud, von Concourse sind, muss man sich von extern reinholen. Also hier ist sozusagen die Ressource einfach nur wieder ein weiteres Docker-Image. Das legt man vorher da ab. Und um dann die AirSync-Ressource zu benutzen, wird erstmal das Docker-Image gedownloadet, das weiß, wie man AirSync macht. Und dann gibt es hier die Git-Ressource, ganz klar Branch, alle 5 Minuten wird die gecheckt. Ich versuche wieder runter zu scrollen. Ja, das Docker-Image hier, das war die Box rechts. Also wenn wir ein neues Image erstellen, wird es hier in diesem Repository abgelegt. Diese geschweiften Klammern sind Variablen, die man also auf der Kommandozeile von außen reingeben kann. Da könnte man zum Beispiel, was auch immer man benutzt, um Passwörter sicher abzulegen, LastPass reinpipen oder irgendwas mit GPG oder so weiter. Und hier ist dann tatsächlich die Konfiguration für die AirSync-Ressource, die dann sagt, auf diesem Server die Daten ablegen. Das mit dem Scrollen habe ich mir besser vorgestellt. Ja, hier der Task, der das Docker-Image baut. Und hier tatsächlich der Benchmark. Der Benchmark läuft als Root, der läuft privileged. Das muss man hier in das äußere Pipeline-Manifest schreiben. Es gibt auch ein Task-Manifest, das ist dieses hier. Man darf es nicht in das innere Task-Manifest schreiben, weil man die wiederverwenden möchte und sozusagen sich hier schützen möchte, dass man von irgendwo ein Task-Manifest importiert, das dann privileged läuft. Deshalb muss es außen sein. An Task können wir Parameter übergeben. Auch hier wieder geschweifte Klammern, also über die beim Deployment der Pipeline, beim Setup der Pipeline sozusagen steuerbar. Über den Bildplan habe ich geredet, das ist dieser Teil hier des Manifests, wo das Get steht und dann der Task ausgeführt wird.
Wenn ich jetzt nach unten scrollen könnte, würdet ihr sehen, dass unten ein Out kommt im Bildplan, das die Daten wegspeichert. Naja, glaubt mir das einfach. In dem Out könnte auch stehen Aggregate. Das heißt, diese Schritte werden gleichzeitig ausgeführt, wenn man zum Beispiel drei GitHub-Repositories klont. Es hat keinen Sinn, darauf zu warten, dass eins fertig ist, bevor man mit dem nächsten anfängt. Und wenn man Aggregate schon macht, kann man in Aggregate auch noch Do benutzen, um wieder sequenziell zu werden. Für größere Pipelines. Ja, das ist das Task-YAML, von dem ich gerade geredet habe. Also auch hier wird wieder das Docker-Image angegeben, in dem der Task ausgeführt wird. Das ist jetzt genau das Docker-Image, das die Pipeline vorher gebaut hat. Hier wird der Input, dieses Git-Repository als Input gemountet. Out gab es vorher nicht, das wird einfach ein leeres Verzeichnis, was wir da reinschreiben, kann anschließend von der Rsync-Ressource weggespeichert werden. Tja. Habe ich jetzt schwarz geschaltet? Hm? Ja. Okay, ich gebe das jetzt auf mit dem Scrollen. Das hier wäre dann so ein Skript, das tatsächlich also in dem Task-YAML unten unter Rand steht, wo wir vorher LS gesehen haben. Und das setzt einfach diese Phoronix-Benchmark-Suite auf und führt die dann aus. Interessant an den Jobs ist, dass diese Jobs keine Reihenfolge haben. Die laufen eben nicht der Reihe nach oder sowas. Diese ganzen Boxen sind also nicht wie jetzt bei anderen CIs miteinander verknüpft in einer bestimmten Reihenfolge. Das muss ich sozusagen selber herstellen, wenn ich sowas möchte. Sondern die laufen einfach, wenn Ressourcen sich ändern. Und dann eine von denen wird schon starten. Ich kann aber Ressourcen in eine Serial Group packen. Dann läuft aus dieser seriellen Gruppe nur eine gleichzeitig. Zum Beispiel, wenn die dieselbe Infrastruktur benutzen, wenn ich jetzt nur eine OpenStack-Installation habe oder irgendwas nur einmal habe, dann kann ich halt sicherstellen, dass es auch nur einmal gleichzeitig benutzt wird. Und ich kann auch sagen, wenn ich zwei neue Versionen habe, dann möchte ich den Task, natürlich wird er dann auch zweimal ausgeführt, der Job, also jede Version wird getestet, aber ich kann hier sicherstellen, dass das nicht gleichzeitig passiert, sondern dass das sozusagen in eine Warteschlange kommt und dann zum Schluss abgehandelt wird, wenn der erste durchgelaufen ist. Ja, also Ressourcen, ich finde dieses Zitat ganz wichtig, sind eigentlich der Weg, wie Artefakte durch diese Pipelines bewegt werden. Und die Reihenfolge, in der das passiert, ist, wird halt durch die Abhängigkeiten festgelegt. Ich würde sagen, ist nicht deterministisch in der Praxis. Also, ja. Aber auch hier, also haben wir gerade in dem Manifest gesehen, es gibt Trigger an alle Ressourcen, an die wir Trigger schreiben. Da stellen wir sicher, dass das Ressourcen sind, die den Job ausführen. Und passt, damit können wir also so Filter machen. Also der nächste Job wird nur ausgeführt, wenn es eine erfolgreich getestete Version der vorigen Ressource gibt. Ja. Wie man sich jetzt vorstellen kann, werden diese Pipelines ziemlich groß. Das hier ist jetzt von dem CF OpenStack Validator, wo wir anfangs das Manifest gesehen haben. Das Git-Repository, der CI-Ordner, hier oben CI-Pipeline-YAML, das hat sich so etabliert als Name für die Hauptpipeline. Und dann folgen die ganzen Assets. Hier ist ein Task-Verzeichnis mit den ganzen Skripten. Und hier unten sind dann weitere Skripte, die in den Shell-Skripten oder die Shell-Skripte ersetzen und dafür sorgen, dass zum Beispiel Infrastruktur aufgebaut wird oder Dokumentation veröffentlicht oder sowas. Alles auf GitHub und damit auch wiederverwendbar zwischen verschiedenen Installationen von Concourse. So sieht eine große Pipeline aus. In der Auflösung jetzt leider nicht so ganz erkennbar. Diese Pipeline baut Betriebssystem-Images und testet die anschließend. Wir haben also auf der Arbeit tatsächlich so viele Pipelines und so viele Tests, dass wir ein eigenes Team dafür haben, diese Pipelines zu verbessern. Also ab und zu kommt das in die Rotation rein, dass man die Pipeline-Skripte verbessern muss. Und wir haben auch ein Label, das wir täglich vergeben für das Team, das sich darum kümmern muss, dass diese Pipelines grün bleiben. Einfach aufgrund der Komplexität und der Abhängigkeit von der darunterliegenden Infrastruktur muss immer mal wieder was aufgeräumt werden. Ich zeige jetzt nicht noch eine Demo. Ich würde sagen, es ist spät genug. Schönen Dank. Und falls ihr Fragen habt,
wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, bitte. Also ich weiß, Mac und Windows, Concourse unter Mac und Windows laufen lassen, ich habe das selber noch nicht probiert. Die VirtualBox läuft natürlich, Version von Concourse läuft natürlich unter beiden. Und ich weiß, dass es Worker gibt. Also ich weiß, dass es Windows-Worker und Mac-Worker gibt. Also wenn ich Windows-Software testen will, kann ich das auf dem Windows-Worker. Das letzte Mal, wo ich das gesehen habe, vor ein paar Monaten, war das allerdings mit Einschränkungen versehen. Ich glaube, weil Windows keine Container kennt, muss man das öfters zurücksetzen. Das war also sozusagen eine VM, die gesnapshottet war. Und irgendwann ist die sozusagen zugemüllt, weil die Container halt fehlen, um da den State wieder sauber zu machen. Ich denke, das wird sich bald ändern. Und ich glaube, auch moderne Windows-Versionen können Container. Oder die nächste soll oder so. Ja. Ja, dann danke ich schön und einen schönen Sonntagabend.